Und damit hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Episode, in der ich Tom Clancy's Rainbow Six Extraction spiele. Ein Spiel, das tatsächlich heute rausgekommen ist. Es ist im Game Pass, weshalb ich dafür quasi nichts bezahlt habe. Aber ich dachte mir, wenn es schon im Game Pass ist, schau es dir an. Ich habe vor ewigen Monaten mal Rainbow Six Siege gespielt, recht ausgiebig auch. Aber das war tatsächlich am Anfang von Rainbow Six Siege. Und jetzt ist eben Rainbow Six Extraction rausgekommen, was dem spielerisch quasi vom Gunplay und so weiter recht ähneln soll. Und aber alles irgendwie mit Aliens zu tun hat, dies, das. Ich habe gerade schon so ein Tutorial hier, so ein Training gemacht und jetzt steigen wir mal ins Spiel ein. Wir müssen alles über unseren Feind, die AKEn, lernen. Andernfalls gibt es für uns keine Zukunft mehr. Okay. Also, was haben wir denn hier? Genau, es geht alles hier wieder über Operator. React, das ist das Team quasi, die Leute, die diese Alien-Invasion in New York wieder rückgängig machen möchten, bekämpfen möchten, was auch immer. Denn es gab einen kurzen Intro-Film, den könnt ihr bestimmt irgendwo sehen. New York, alle happy, hier, wir gucken uns die Freiheitsstatue an und plötzlich kommen Aliens und vernichten alles und töten alles. Und die sind so ein bisschen parasitmäßig, die machen, wir haben auch so ein schleimähnliches Zeug, was sich Auswuchs nennt. Und wir gehören zu React und sollen das Ganze verhindern. So, je mehr Übergriffe ein Operator abschließt, desto weiter steigt er in seiner Beförderungsstufe. Ja, gut. Ohne unser Team sind wir nichts. Und genauso muss jeder auch seinen eigenen Beitrag leisten. So, dann schauen wir doch mal, wen wir hier haben. Das sind jetzt schon wieder verdammt viele. Natürlich ist hier den DLCs steht nichts im Weg. Das kennen wir schon. Das muss man dann am Ende auch nicht kaufen, aber ich finde es immer nicht verkehrt, wenn ein Spiel, gerade was so Online und Koop angeht, lange unterstützt wird. So, was haben wir denn hier? Erfasst für kurze Zeit alle sich bewegenden Gegner im Bereich. Ah, die sind hier auch in Länder unterteilt. Was haben wir denn? Was kann er? Stört Gegner und macht ihn für kurze Zeit nicht aufspürbar. Ja, ich gucke jetzt mal hier gerade auf die Waffen. Selbst wenn man mich nicht sieht, weiß man, dass ich da bin. Was war das denn für eine Stimme? Selbst wenn man mich nicht sieht, weiß man, dass ich da bin. So, Beförderung. Noch keine. Also hier gibt es einige. Und da schaltet man natürlich auch ein bisschen was frei. Hier ist jetzt die Facecam so ein bisschen im Weg, aber ich meine, ihr kennt das doch auch einfach. Also kann man später auch die Uniform ändern. Ja, also für Koop bestimmt ganz cool, weil dann sieht man tatsächlich auch den Gegenüber. Aber für mich jetzt hier in dem Fall ein bisschen witzlos, weil ich solo unterwegs bin. So. Dann schauen wir mal. New York City fängt es an. Es gibt noch San Francisco, Alaska, Truth or Consequences. Das weiß ich nicht, was das ist, aber könnte hier so ein bisschen so ein Horde-Modus sein. Alleine oder als Trupp spielen. Jede Region bietet drei einzigartige Krisengebiete. Verschiedene Forschungsstudien. Starte schnelles Spiel, Spielersuche. Kannst deinen Übergriff einleiten, indem ich will aber hier schön No-Friends-Modus. Wie kann ich das denn machen? Ich will ohne Vorwarnung in der Hand. Ach nee, jetzt. Ach nee, komm, ciao. So, hier sind die Studien, die ich erfüllen muss oder erfüllt habe. Crossplays aktiviert. Leute, wie kann ich hier? Bitte doch. Thank you.
Idiot. Weg, du stehst mir im Licht. Elisa, sorry, war nicht so gemeint. Hey, mein Fehler. Ich wollte sehen, was die Forschung so macht. Nicht schlecht. Gut, eigentlich. Sieh mal. Ich bekam nicht heraus, warum es überhitzt. Dann brachte ein Operator Daten, wie El Parasito hohe thermische Ladungen ableitet. Und bam, die Lösung. Ja, der Parasit ist furchtbar, aber auch eine wissenschaftliche Goldmine. Alles, was wir lernen, hilft unserer Technik. Elena, mach weiterhin so gute Fortschritte und ich stehe dir nie mehr im Licht. So, React-Forschungsstrategie. Je mehr EP du verdienst, desto mehr React-Geräte stehen dir im Kampf gegen den Parasiten zur Verfügung. Mit dem Erreichen von neuen Entwicklungsmeilensteinen schaltest du neue React-Geräte frei, die von jedem Operator in deinem Team genutzt werden können. Unsere Technologie ist der Zeit voraus. Sie ist innovativ, vom Prototyp bis zum Endprodukt. Ja, das kennen wir hier natürlich schon hier aus Rainbow Six Siege, diese kleine Drohnenkamera gelötet, Dingsbums, was so auch unter Türen durchrollt und so weiter. Ich habe jetzt eine Marke, aber... Hier. Entwickeln, zack. Okay. So, während diese kleine Cutscene gerade lief, habe ich mich natürlich schlau gemacht. Moderat, vorsichtig. Wenige niedrige Arkaien. Hör zu, ich sag nur, ein agiler, cleverer Operator kann Dinge tun, die ein Team nicht kann. Du sagst aber auch, der Trupp ist immer stärker als seine Mitglieder. Ja, normalerweise schon. Doch die goldene Marines-Regel ist, improvisieren, anpassen und siegen. Der Parasit ist ein neuer Feind. Er ist völlig anders. Also anpassen oder sterben. Das stimmt schon. Okay. Ja. Solo-Übergriffe genehmigt. Danke. Einsamer Wolf 1, grünes Licht für Übergriff. Wiederhole. Grünes Licht. Ja, die haben die jetzt alle gewartet. Die haben gesagt, warte mal, der kommt gleich wieder raus. Und dann ist er rausgekommen, hat nur so genickt und sie hat dann die Durchsage gemacht. Ach, come on, ey. Fängt schon wieder gut an. So. Also, jede Map sozusagen ist in drei Gebiete unterteilt. Jedes Gebiet kann ich quasi einmal durchgehen. Da kann ich dann da drin so viel Zeit verbringen, wie ich möchte. Wobei im Tutorial-Video kam irgendwie sowas wie, wenn das alles zu lange dauert, dann kommt auf jeden Fall ein Angriff. Also, müssen wir mal schauen. Mich zu suchen ist zwecklos. Was ist denn mit ihm los? Sag mal, nicht gefrühstückt oder was? So. Und zwischen diesen drei Bereichen, also in jedem Bereich gibt es eine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe. Das kann sowas sein wie Nester markieren oder irgendwas. Und zwischen den Bereichen sind Schleusen und da gehe ich rein. Und wenn ich einmal in dieser Schleuse bin, komme ich nicht mehr zurück. Dann sagen die quasi, weiter geht's in den nächsten Bereich. So. Einige AKEen reagieren auf den Elite so, als würden sie kommunizieren. Wir lassen nicht zu, dass sie sich gegen uns erheben. Jagt sie, bis sich der Elite zeigt. Na, ich wollte hier nochmal ein bisschen die Sensibilität ändern, weil das ist von Anfang an so extrem schnell. Das ist wirklich, Call of Duty hat angerufen, die wollen das ein bisschen langsamer haben. So. Verbündete, der Verbündete des Elite. Sprenger, Ziele eliminieren, um Elite anzulocken. So muss das sein. Weiterjagen, das kann der Elite nicht länger so ignorieren. Ich hoffe doch, dass die über mir sind und nicht hinter mir. Und jetzt soll ich ein Elite-Ziel eliminieren. Dann schauen wir mal, was ein Elite...
mal schauen, wo die jetzt hierher kommen. Oh, der hält aber ein bisschen was aus, du. Was soll ich machen? Genau, das ist auch gesagt worden. Wenn man während der Mission stirbt, dann wird man quasi in so einen Schleim eingeschleimt, der einen vor den Parasiten schützt. Und derjenige, der jetzt als nächster reinkommt ins Spiel, kann ihn, also mich hier quasi wieder befreien. Das machen wir nochmal. So. Ja, also, vielleicht hätte ich über den Namen Elite schon drauf kommen können, aber der hält ein bisschen mehr aus. Ich muss natürlich jetzt auch erstmal reinkommen. Im Tutorial war das alles sehr einfach. So, hier im ersten Bereich soll ich die Zielperson evakuieren. Ich hoffe, dass die ein bisschen clever ist. Und dass das hier nicht sowas ist wie, er läuft so gegen so eine Wand und dann musst du nochmal zurück in den Raum, damit er dir direkt folgt und so. Ey, bitte, Leute. So, der ist jetzt natürlich nicht verfügbar, denn, down. Ich habe Frieden gefunden. Du auch? Absolut, Kollege. Sprengstoff, doch gar nicht verkehrt. Ich nehme mal die Granate. So, das hier ist ein Franzose. Das ist die französische Sondereinsatzkommando. Hier, Gendarmerie irgendwas. Versuchen wir es gleich nochmal. Ich hoffe... Protokolle in Kraft. Autoverfolgung wird aktiviert. Das ist eine Rettungsmission. Komplikationen in Labor und geschaltete React-Mitarbeiter-Evakuierung. Der Notruf kam aus diesem Sektor. Da habe ich gerade eine andere Mission angeklickt, oder was? Habe ich was verpasst? Ich wollte doch genau das gleiche nochmal machen. Naja, ist ja nicht weiter schlimm. So, der ist über mir. Das heißt, ich schaue erstmal. Da ist die Treppe. Ich höre hier auch. Da haben wir schon mal so einen komischen Kollegen. Ich lade jetzt nach. Da oben ist ein Nest und da ist noch ein Feind. Tatsächlich habe ich mich gerade sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er einen Schalldämpfer aufhat und habe mich gefragt, wieso hat denn eigentlich nicht jeder, der da reingeht, einen Schalldämpfer auf, wenn die doch so empfindlich reagieren auf Geräusche. Aber hey, Videospiele. Nee, ich glaube aber, ich tue mir den Typen da drüben an. Den haben wir. Genau, die Nester sind ziemlich gefährlich. Die hauen hier alle diesen Auswuchs raus, indem ich übrigens nur sehr langsam gehen kann. Das ist im Tutorial auch gezeigt worden. Da bin ich dann auch durchgelaufen. Nur die Feinde hier, die werden da drin nicht langsamer. Also das ist wirklich so schleimmäßig und das ist dann natürlich eine Gefahr, wenn ich da selbst mich nicht so schnell bewegen kann. Aber also jetzt so die ersten 10 Minuten, die ich das hier so gespielt habe, kann ich sagen, das fühlt sich vom Grundgerüst schon sehr Rainbow Six Siege mäßig an, aber das ist doch irgendwie eine ganz andere Welt. Hallo! Zielperson evakuieren, sie muss unbedingt geschützt werden. Ach guck mal, ich halte hier so seine Hand fest. Sobald du sie eskortiert hast, hustet die Zielperson und kann AK in der Nähe andocken. Was? Und ich kann nur hier meinen Revolver tragen. Denn wie wir alle wissen, Leute, die eskortiert werden müssen, können nicht selbstständig gehen. Das ist... Oh Gott, Leute. Also... Unspannend ist das Ganze nicht, muss ich sagen. Das ist schon ganz gut gelungen. So, da sehen wir, das hier ist so ein Warnsymbol, was hier über meinem Revolver erscheint.
Und das zeigt zum einen alarmierte Gegner an. Zum anderen, wenn sich Gegner bewegen, dann sind da so zwei Fußabdrücke zu sehen. Zielperson evakuieren mit der Evakuierungskante. Ja. Der Übergriff ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber so erfahren wir, wie es weitergeht. So, das war doch sehr erfolgreich. Natürlich auch dank seines Schalldämpfers, ne? So. Erneut spielen, zurück zum Menü. Du bist im Begriff... Nein. Scheinbar ja doch. Aber erneut spielen möchte ich nicht. Erneut spielen habe ich gerade eben schon geklickt und dann ist eine neue Mission gekommen. Aber das scheint hier richtig zu sein. Leon sicher evakuiert, okay. So, im Rang sind wir jetzt noch nicht aufgestiegen, was auch völlig okay ist. Ah, hier. Und hier sieht man, einer meiner Kollegen befindet sich da noch. Der ist ja da quasi gefangen. Keine Parasiten. Ja, probieren wir es mal so, um ein bisschen mehr XP zu erhalten. Jetzt bin ich gespannt, wo ich da jetzt rauskomme. Denn das scheint ja... In welcher Mission war ich denn vorher? Den Elite-Typen erledigen, weil das steht hier ja auch nicht. Das ist mir noch nicht ganz klar. Also wahrscheinlich gibt es da einfach hunderttausende verschiedene pro ausgewählter Map. Aber das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal gemeinsam rein. Jetzt machen wir alle fertig, Leute. Das ist da jetzt wirklich nicht so schwer. Monolith Gardens. Ja. Ah, jetzt sind wir hier wieder beim Elite, Johnny hier. Laut Nesterfassungsdaten befinden sich hier anomale Nester. Findet sie. Okay, ich verstehe. Also, die Maps an sich sind begrenzt, aber in den Maps selbst gibt es verschiedene Missionen. Ich ging jetzt irgendwie davon aus, weil ich solo hier unterwegs bin, dass das dann immer das Gleiche ist, aber dem ist nicht so. Jetzt ist natürlich die Frage, ist mein Kollegen... Warte mal, ich höre den doch auch hier oben. Ich sehe da doch einen Schatten, oder was ist das hier? Bin ich das? Tatsache. Okay, aber mein Kollege ist jetzt nicht zu finden. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob der hier da einfach liegen bleibt, wo er ist, wo er quasi down ging. Das wäre ja dann hier. Oh, ciao, Alter. Was ist mit ihm? Okay, schießen können sie scheinbar auch. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Aber ich höre hier drüben. Ja, doch, vielleicht war es das. Ist niemand alarmiert worden? Das ist völlig okay. Ein Aufklärungsgerät könnte euch dabei helfen, das Ziel zu orten. Was ist das hier? Blendspore. Klingt jetzt nicht so friedlich, deshalb kümmere ich mich mal eben drum. Hier Texturen vom Game Boy Advance sind auch vorhanden. Oh, Leute, wie sieht das denn aus? So, und da seht ihr das Schritte-Symbol, das mir sagt... Ah, scheiße. Hier ist einer. Ja, ganz im Ernst, also wenn ihr das hier auch zum ersten Mal spielt, keine Ahnung, warum man was anderes nehmen sollte als jemanden, der...
logischerweise einen Schalldämpfer hat. Anomale Nester lokalisieren. Okay, das muss ich auch noch verstehen, wie das hier mit dem ich löse mit meinen Schritten versehentlich irgendwelche Geräusche aus funktioniert, denn das schien mir jetzt nicht so ganz logisch, aber... So, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Ja, das ist schon Rainbow Six Siege. Komplett. Okay, eine Batterie gibt es. Reichweite sehe ich jetzt gerade nicht. Gehen wir mal da hinten hin. Oh, hier ist... Da haben wir eins. Das hier ist dieser Auswuchs. Oh ja, da werde ich auch langsamer drin, wie ihr seht. Hier, und so verhält sich das auch, wenn ich da durchlaufe. Ah, und hier ist die nächste Schleuse. Da geht es dann zum Penthouse. Alles klar. So, wie kann ich denn hier... 5 geht es wieder zurück. Alles klar, so... So, ich höre hier auch jemanden, aber... Ich sehe ihn nicht. Aber wenn das so bleibt, dann soll mich das nicht weiter stören. So, ich kann hier doch auch Barrikaden bauen, oder? War das nicht so? Was? Eine Verstärkung einzusetzen? Ja, noch 3. Eieiei. Sind alle alarmiert worden. Ich kann hier natürlich jetzt auch den Rambo machen und einfach... Ja, da ist auf jeden Fall Auswuchs, da es wächst, ihr seht das. Hier ist ordentlich Action auf jeden Fall. Ja, ich habe sie alle wach gemacht. Ja, Leute, das ist schon gut. Komm her. So, einen haben wir da noch. Hier ist Auswuchs, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ah, Mist. Ich höre aber hier auch Schritte. Links von mir ist irgendwas. Da hinten haben wir so einen Johnny. Kann ich hier einfach rüber? Wo ist er denn? Was? Hallo? Sag mal. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. So, Munition haben wir auf jeden Fall auch noch genug. Hier ist wieder Auswuchs. Das passiert übrigens nicht, wenn ich ihn takedowne, wie der Spanier sagt. Oder eben Stealth Killer. Ja, das muss jetzt gerade mal so funktionieren hier. Tut mir leid, falls ihr hier gehofft habe, dass ich das hier im Schleichmodus spiele, aber sobald ich natürlich hier bemerkt werde und ich muss es auch noch ein bisschen lernen, greife ich natürlich an. So, vielleicht ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Oh, ich gehe mal hier lang. So. Wäre natürlich auch
schön zu wissen, ob das irgendwann abschwächt oder ob die jetzt einfach die ganze Zeit nachwachsen. Problematisch ist es natürlich, dass ich ja Nester zerstören soll. Und Nester, wie wir wissen, sind die Quelle von dem Ganzen hier. So. Wo sind diese scheiß Nester? Wir machen es nochmal anders. Ich gehe mal hier rüber. Da ist ein Nest. Nein! Scheiße. Das sollte nicht passieren. Nee, Leute, ich befürchte, das ist nicht mein Spiel, aber wer weiß das schon so genau? Das war jetzt ärgerlich. Ja, aber ein bisschen was habe ich natürlich bekommen. Ja, es ist auf jeden Fall super wichtig zu schleichen. Also ihr habt es gerade gesehen, ich bin nicht geschlichen. Bei dem nächsten Besuch auf dieser Karte wird automatisch ein Vermisstziel aktiviert. Eine erfolgreiche Rettung bringt dir große Belohnung ein. Bis dein vermisster Operator gerettet wird, ist er nicht einsatzbereit. Sämtliche von diesem Operator erworbene EP sind in deinem React-Fortschritt eingefroren, dass ich... Oh Gott, ey. Jetzt haben wir schon zwei hier. Oh Mann, ey. Ey, wir bleiben bei Moderat. Das ist wirklich Schleichen um jeden Preis und dann natürlich möglichst schnell vorpreschen und schauen, dass man die Nester vernichten kann. Ach Mist. Der ist im dritten Bereich. Sprengladungen verteidigen. Okay, jetzt kommt hier so ein bisschen Horde-Modus zum Einsatz. Ein bisschen Feinde abhalten. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, wen nehmen wir denn? Was haben wir denn noch? So, er hat hier die Schrotflinte. Haben wir noch jemanden? Auch eine Schrotflinte? Hier. Einfallspinsel. Sie hat auch einen Schalldämpfer. Dann schauen wir mal, was sie drauf hat, beziehungsweise was ich drauf habe. Bisher nicht sehr viel. Das kann ja noch werden. Okay. Also, ich habe 15 Minuten. Dank der AKE-Stacheln. Sucht nach ihnen. AKE-Stachel lokalisieren. So, der hat mich nicht gesehen, hat nichts alarmiert. Ich muss mir auch ein bisschen angewöhnen, mal nach oben zu schauen, denn ich habe so den Eindruck, das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass man auch Nester takedownen kann, was natürlich sehr praktisch ist, denn die machen riesen Lärm, wenn sie explodieren. Das schon mal probiert im Tutorial. Die kriegen so einen Takedown nicht mit. Sucht weiter nach eurem Ziel. Benutzt ein Aufklärungsgerät, wenn ihr eins habt. Hui. Was ist das denn hier? Ach so, nee. Ach, das ist Ping. Ja, gutes Quatsch. Hi. Ich lade jetzt nach. So, nee, ich will da hinten hin, aber nach unten wieder. Will mich aber natürlich auch ein bisschen umschauen und gucken, was es hier so zu sehen gibt. Weiß nicht, ob von hier Takedown geht. Ja. Eliminiere ruhende Nester. Jetzt habe ich die Studie dafür abgeschlossen.
Das macht mich sehr glücklich. Was habe ich denn? Hier mittlere Maustaste. Weiß ich nicht, was die Dame hat. Bestimmt. Nee, eine Verstärkung, das brauchen wir nicht. Nee, aber ich nehme mal hier die Treppe und schau mal, dass ich hier... Ey, Leute. Ja, das sieht schon ein bisschen beängstigend aus. Ein bisschen was von Control so, gerade die Ecke da hinten jetzt. So ein bisschen dieses betonmäßige, kantige, kalte. So, dann wollen wir mal schauen, ob der sich da jetzt bewegt oder ob ich da mal eben den Sam Fisher machen kann. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass das hier so ein... Genau da ist ein Archaeenstachel. Dass das hier so ein Timer hat. Oh, scheiße. Oh. Jetzt muss ich erstmal den Sprengstoff platzieren. Ich versuche mal, ob ich außen rum kann. Weil der Vogel, der da hockt... Der ist natürlich jetzt keine Hilfe, denn der wird wie verrückt explodieren. Ja, hau ab. Sehr gut. So gefällt mir das. Macht es natürlich auch nicht leichter, dass sie klettern können und springen können und so weiter. Ach du Scheiße. Oh, das sind ja auch so Spielmodi, die ich überhaupt nicht leiden kann. Beschütze den Konvoi, war das früher immer. Das hat sich zum Glück schon geändert, aber... Ey. Finger weg, Freundchen. Glober auch. Ja, sehr gut. Ich höre nur, aber ich sehe niemanden. Ja, das ist... Ich nehme natürlich an, und da bin ich natürlich auch so ein bisschen selbst schuld, dass dieses Spiel natürlich nicht für den Solo-Durchlauf gemacht ist. Natürlich gibt es hier die Option, das ist gerade für sowas wie, was ich jetzt hier mache, ganz gut. Man kann sich mal anschauen, wie es ist, ob das was für einen ist, und dann kann man immer noch Freunde fragen, ob sie das mit einem zocken möchten oder nicht. Aber... Kann ich mich irgendwie heilen hier? Nee. Ach nee, kann man ja nicht. Ja, richtig. So, 2 Sekunden. 1 Sekunde. Das haben wir geschafft. Alle Arkain-Stacheln in dieser Subzone eliminiert. Okay. So. Mein Gott, hier sieht's aus, Leute. Jetzt will ich mich mal eben nach unten begeben. Irgendwie gehe ich jetzt davon aus, dass hier nicht mehr so viele Feinde sein können, denn ich habe ja alles weggeballert, was hier mal gelebt hat. Aber natürlich sind hier auch noch irgendwo Nester. Und die erzeugen natürlich immer wieder neue, beziehungsweise beherbergen welche. So, was gibt's hier vorne? Da ist die Schleuse. So, gehen wir mal durch. Ihr passt euch gut an die Umstände an. Nehmt diesen Schwung mit. Hier. Standard-NPC-Schutzanzüge sind resistent gegen Kontamination, aber nicht so robust wie persönliche Operator-Schutzausrüstung. Okay. Hier können wir nichts mehr tun. Auf zur nächsten Subzone. Luftschleusensequenz. Leute, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass ich da sofort wieder reinspringe hier im Solo-Modus, aber... Injektoren aus dem Ausgabeautomaten nehmen und im Nährknoten platzieren. So können Nester nicht mehr nachwachsen. Ja, ey, komm mir nicht mit, beschütze den Sprengstoff, ey. Das ist wirklich... Das und Tauchmissionen...
1995 lässt grüßen. Ja, Junge, ich muss mich doch hier irgendwie schützen, oder was? Außerdem kriege ich doch auch Punkte, oder nicht? Ja, das ist so schon ganz cool gemacht, Leute. Kann man gar nicht meckern. Ich verstehe hier auch den Reiz daran. Ganz besonders, wenn man zusammenspielt, ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber so ist es natürlich mit jedem Koop-Spiel. Und deshalb empfiehlt es sich natürlich auch immer, solche Spiele im Koop zu spielen. Oh, schade, ich bin nicht in der Spiegelung zu sehen. Naja, ist ja auch erst 2022. Ich spiele übrigens hier in 1440p, also 2K. Und alles auf absolut Anschlag Super Maximum. So, was ist das denn hier jetzt? Gerät aufheben. So. Was muss ich damit jetzt machen? Da hinten hin. Was habe ich denn für eine coole Pistole hier? So. Auch schön, dass das Telefon hier klingelt. Wobei ich mich frage, ist das realistisch, dass das klingelt die ganze Zeit? Das heißt ja, da ist irgendwo jemand ganz woanders, der sagt, ruf doch mal da an. Oh nein! Wieso hältst du so viel aus? Du Pans Labyrinthmann. Oh Leute, das war wieder nix. Das war wieder nix. Renn mal eben. Wo ist das Gerät? Gut, ich hab's noch. So, das haben wir geschafft. Sehr gut. Hier wächst eine Weile kein Nest mehr nach. Erfolg ist Erfolg, auch ein temporärer. Ich werde mich jetzt dennoch... Oh, scheiße, ja. Hat er allerdings recht. Ich werde mich jetzt doch dazu entscheiden, zu evakuieren, denn... Das ist mir alles ein bisschen zu riskant. Ich nehme lieber das mit, was ich hier jetzt geschafft habe, als dann am Ende... wieder mit Null dazustehen und dann den dritten Operator hier rausholen zu müssen. So. Dann haben wir wenigstens das hier geschafft. Für jemanden mit der unmöglichen Aufgabe, die Menschheit zu retten. Liebe Leute. Seid ihr echt okay? So, was kriegen wir denn? Wir haben ordentlich was geschafft. Ja, den Vermissten habe ich allerdings nicht, aber der war auch im dritten Bereich, also da war ich überhaupt nicht. So, ja, sehr gut. Oh, die ist gleich im Rang aufgestiegen. Das ist gar nicht so verkehrt, finde ich gut. Man darf nie zurückfallen? Was heißt das? Ah, sie hat die Kapazität, dass sie Köder hat. Und hier ist scheinbar irgendwas Kosmetisches freigeschaltet worden. Sehr gut. Eliminiere Nester. Okay, und das sind quasi die React-Fortschritte hier für die Frau, die hier das untersucht, die Studien. Was? Okay, jetzt ist sie auch noch raus, weil sie verletzt ist. Okay, aber das scheint sich hier jetzt aufzufüllen. Also das ist jetzt vielleicht so ein 10-Minuten-Ding und danach kann ich sie dann wieder einsetzen. Hier bei React seid ihr Teil von Rainbows Militärforschungsabteilung. Den Feind zu kennen ist der halbe Sieg.
Wir müssen alles über diese Gefahr für die Menschheit wissen. Momentan wissen wir von 4 Regionen. Wir platzieren Eindämmungsmauern, Luftschleusen und die nötige React-Ausrüstung für Übergriffe. Jeder Übergriff bietet neue Infos, seien es Daten zu den Ursprüngen des Parasiten oder zu seiner Anpassungsfähigkeit und Biomechanik. Mithilfe von Felddaten entwickelt R&D ständig modernste Technologie. Gemeint sind Upgrades für das React-Arsenal und Tools zur Beschaffung noch besserer Infos. Allerdings setzt React nicht nur auf Technik. Jedes erreichte Ziel bedeutet Erfahrung und für die Operator das taktische Wissen, um dem Feind voraus zu sein. Dieses Wissen bildet das Fundament und immer mehr Operator melden sich zum Dienst. Wir sind auf jede Hilfe angewiesen. Wir lernen alles über den Parasiten, um im Kampf eine Chance zu haben. Okay, tolles Werbevideo. Vielen Dank für den Hinweis. Während deine Operator immer mehr Erfahrung sammeln und Studien abschließen, erreichst du neue Entwicklungsmeilensteine. Jeder Meilenstein kann Krisengebiete, Geräte und Deko-Objekte freischalten. Du kannst deinen Fortschritt zwischen den Übergriffen auf diese Anzeige einsehen. Ah, das ist das hier, okay. Ja, ist doch toll. 4% haben wir geschafft. Ja gut, das ist, also ich muss zugeben, es ist am Anfang ein bisschen schwer, um reinzukommen, was aber vielleicht auch einfach an meiner Art liegt, dass ich da manchmal dann doch eher so drauf losballer, als langsam mal zu schauen und so. Wie gesagt, als Solospieler würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht durchspielen wollen, weil das dann doch nicht dafür gemacht ist, aber wir werden sehen. Ich werd davon noch eine Folge aufnehmen, mit dem Wissen, das ich jetzt mir so ein bisschen angeeignet habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.